Hallo und herzlich willkommen zum Special mit dem Titel Was ist Realität? Wo wir uns tatsächlich mit diesem an sich einfachen und zugleich mega komplexen Thema beschäftigen möchten. Und gleich eine Warnung vorweg, ich wollte gerne das Video auf 45 Minuten Höchstzeit begrenzen. Ich vermute stark, dass ich das nicht schaffen werde, allerdings konnte ich jetzt nicht weiter kürzen. Ich habe jetzt schon ein paar Dinge weggelassen, von denen ich sagen konnte, das kann man vertretens verschweigen. Aber es gab halt ein paar Dinge, die konnte ich jetzt einfach nicht weglassen und zwei Videos draus machen. Lohnt sich einfach nicht, dieses Thema getrennt zu betrachten. Von daher, Entschuldigung, wenn es ein bisschen länger wird als geplant, aber ich möchte gerne, dass wir das auch wirklich schön und ordentlich durchziehen. Besonderheit an diesem Video ist, das ist ein halb interaktives Video. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich werde euch ab und an, ich glaube insgesamt dreimal habe ich vorgesehen, mit einbeziehen, dass wir kleine, sagen wir, Do-it-yourself-Experimente machen, an denen ihr am besten das Video an der Stelle pausiert, einfach aus didaktischen Gründen, weil ihr dann besser verstehen werdet, auf was ich hinaus möchte und was es eigentlich bringt. Ihr müsst natürlich nicht mitmachen, das ist natürlich komplett freiwillig, keine Frage. Und wir fangen tatsächlich mit dem ersten Do-it-yourself-Teil an. Und ich möchte, dass ihr euch mal kurz innehaltet und euch selbst die Frage stellt, was ist Realität? Was bedeutet das Wort Realität für euch? Und wie würdet ihr das jemandem, der davon überhaupt keinen Plan hat, erklären? Also am besten pausiert das Video mal an der Stelle, macht euch kurz Gedanken dazu, nehmt euch die Zeit, die ihr braucht und dann lasst es weiterlaufen. Ich bringe natürlich gleich weiter, weil das ja jeder individuell für sich zeitlich festlegen soll. Gut, ich denke, jetzt hat sich jeder Gedanken gemacht, sonst hätte das Video nicht weiterlaufen lassen. Und ich behaupte jetzt mal ganz kühn, stelle ich jetzt mal zwei Aussagen auf. Erstens, ich glaube, die meisten werden festgestellt haben, diese Frage, so einfach sie klingen mag, was ist Realität, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Das ist ein sehr komplexes, umfangreiches Thema und es ist schwer, das in wenige Worte zu fassen und trotzdem ja auch nicht lückenhaft zu definieren. Das Zweite, was behaupte ich mal, jeder gemerkt hat, ist, oder was wohl wahrscheinlich für die meisten die Antwort war, ist ungefähr sowas wie, Realität ist das, was der Wahrheit entspricht, das, was wirklich die Tatsachen sind, was nicht Fake oder Lüge ist, also das, was wirklich wahr ist. Ungefähr so wird das höchstwahrscheinlich jeder definiert haben. Und das ist an sich auch nicht verkehrt. Ihr werdet sehen, dass ihr seid nicht die Einzigen, die so denken, das ist die Mehrheit. Allerdings muss ich gleich voranstellen, das ist aber nur die halbe Wahrheit, denn ihr werdet jetzt in der Vorlesung sehen, dass Realität unglaublich schwer zu bewerten ist. Nicht nur subjektiv, das ist sogar unmöglich, sondern selbst objektiv ist Realität ein Thema, was gar nicht so leicht zu fassen ist. Wir fangen am besten natürlich an mit dem Inhaltsverzeichnis. Wir definieren erstmal das oder versuchen es, ehe wir dann bei Punkt 2 zu der subjektiven Realität kommen, also der Realität, wie sie jeder selbst für sich empfindet und gehen da auf die Punkte automatische Interpretation ein mit den Unterpunkten Illusion und Pareidolie. Suggestion und Priming, alles Fachbegriffe, die ich auch natürlich an der Stelle dann alles erklären möchte. Und dann gehen wir zur objektiven Realität über und schauen da, was die Grenzen der Wahrnehmung bzw. der Messung sind und beschäftigen uns mit philosophischer Epistemologie. Merkt euch mal den Begriff bis dahin, der ist sehr komplex, aber auch sehr, sehr schön aus philosophischer Sicht. Und das vierte ist quasi die Ableitung daraus, Realitätsmodell. Das hier ist nur, ich sage mal, ein Auszug, aber das sind drei Thesen, die ich euch gerne vorstellen möchte. Unter diesem Aspekt von den drei Punkten, die wir gelernt haben, sieht das nämlich auf einmal ganz anders aus, als wir es vielleicht kennen. Das erste ist die religiöse Schöpfung, dann das expansive Universum, die Simulationsthese und am letzten vergleichen wir die, um zu sehen, was es unter objektiven Punkten eigentlich bedeutet. Seid ihr gespannt? Ich auch. Alles klar, dann legen wir gerne los und natürlich dürft ihr schon mal vorweg in den Kommentaren gerne reinschreiben, was ihr immer so denkt, aber vielleicht schaut ihr das Video am besten erstmal zum Ende, sei denn ihr könnt es nicht erwarten. Gut, fangen wir an mit der Definition. Wie ich schon sagte, ist das ein sehr umfassender und daher logischerweise auch sehr schwer zu definierender Begriff, denn er hängt halt wir als Menschen von unserer subjektiven Wahrnehmung stark ab. Weil wir Menschen können die Realität natürlich nur so bewerten, wie wir sie wahrnehmen. Und wenn wir objektiv betrachten wollen, ist das für uns sehr, sehr schwer, weil wir nicht in der Lage sind, natürlich das zu tun, beziehungsweise nur in gewissen Grenzen. Das werden wir auch gleich sehen.
Und wir nehmen mal uns den Duden zur Hand und schauen, wie definiert er das? Und der verweist beim Begriff Realität auf die Definition von Wirklichkeit. Und die lautet dort: Wirklichkeit ist alles das Bereich dessen, was als Gegebenheit, Erscheinung wahrnehmbar, erfahrbar ist. Das ist eine sehr subjektive Sache. Weil, ich mache mal ein Beispiel: Für einen Blinden sind Sachen komplett anders wahrnehmbar als für einen Sehenden. Der Blinde wird, wenn er von Geburt an blind ist, niemals sich vorstellen können, wie Farben aussehen. Aber er wird viel mehr Dinge hören als ein anderer. Oder, ich verwechsel gerne den Begriff, ich glaube, sie heißen Synästheten. Aber das sind Leute, wo im Gehirn die Sinne miteinander vernetzt sind. Das heißt, wenn zum Beispiel Geruchs- und Sehsinn bei denen miteinander vernetzt ist, dann können die Farben riechen. Also für die riecht Erdbeere dann zum Beispiel rot. Nicht nur nach Erdbeere, sondern sie sehen auch gleichzeitig rot. Eine Welt aus dieser Sicht zu sehen, wäre unglaublich spannend. Aber ihr seht, das ist eine subjektiv komplett andere Welt als die, die jemand, der das nicht hat, wahrnehmen würde. Und das macht es schon mal in dem Begriff sehr schwer. Natürlich gibt es auch eine wissenschaftliche Definition, und nach der ist Realität alles das, was in Wahrheit so ist, wie es auch erscheint, sofern es nicht nur vorübergehend ist. Es ist also eine relativ objektive Betrachtung, die allerdings massiv unspezifisch und schlecht oder kaum definiert ist, weil das kann mehr oder weniger alles bedeuten. Schauen wir uns mal die Definitionsprobleme an zwei Beispielen. Ist ein Gefühl real, obwohl es vorübergehend ist? Müssen wir uns tatsächlich fragen, denn laut dieser Definition ist Realität nicht vorübergehend, sondern ewig während oder fast ewig während. Und Gefühl ist in der Regel sehr schnell vorbei. Wenn ich Hunger habe, esse ich was, das Gefühl ist vorbei. War der Hunger also Realität? Nach der wissenschaftlichen Definition streng genommen nein. Aber nach der subjektiven Wahrnehmung werden wir doch wohl alle ja sagen, wir hatten Hunger. Das Zweite, ist die Wahrheit das, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen? Oder auch das, was wir nicht wahrnehmen, aber messen können, zum Beispiel andere Lichtspektren. Auch das ist eine spannende Frage. Weil, ja, wie erkläre ich das am besten? Wenn wir wissen, dass es andere Lichtspektren gibt, es gibt ja viel mehr, als wir sehen können. Bleiben wir mal bei Infrarot und UV-Licht, die sehen wir nicht. Ist dann die Wahrheit das, was wir sehen, oder auch das, was wir nicht sehen, also glauben und müssen und uns vorstellen müssen? Mal als Beispiel hier dargestellt. Das ist so, wie wir eine Blume mit einer Hummel drauf sehen. Eine Sonnenblume hier natürlich genau in dem Fall. Warum? Weil wir Lichtspektren von ungefähr 450 bis 750 Nanometern sehen. So, ist nicht ganz genau, da gibt es eine gewisse Abweichung, aber das reicht immer so zum Grundverständnis. So viel sieht für uns das aus. Ist das jetzt die Realität und die Wahrheit, weil wir sie so kennen? Oder ist das vielleicht eine Variante der Realität? Rechts ist es so, wie eine Biene diese Sonnenblume sehen würde. Denn sie hat halt andere Möglichkeiten zu sehen. Sie sieht halt gelb in Form von, ich sag mal, violett bis ultraviolett, weil entsprechend ihr Sehsinn so ausgeprägt ist. Und schon hier kommen wir zu einem Definitionsproblem. Müssen wir jetzt wirklich entscheiden, was von den beiden Sachen Realität ist? Sagen wir, das linke ist die Realität? Naja. Um hart zu sprechen, dann sind wir massiv egoistisch, weil wir sagen, wir Menschen stehen im Zentrum, all das, was wir wahrnehmen, ist wahr. Sagen wir, das Rechte ist wahr, haben wir ein anderes Problem, weil das ist nur eine Sache, die wir uns erdenken. Diese werden wir nie selber so wahrnehmen können. Das macht die Sache schwer. Oder sagen wir, es ist ja eine Überschneidung von allen Sachen. Dann können wir das zwar auch nicht wahrnehmen und erst recht nicht vorstellen, wären aber objektiv höchstwahrscheinlich am nächsten dran. Also ihr seht, schon in den ersten Punkten ist es subjektiv sehr schwer und wir sind noch gar nicht bei diesen ganzen anderen Einflüssen angekommen, die ich hier schon im Inhaltsverzeichnis vorgestellt habe. Ja, und damit gehen wir schon zum Punkt subjektive Realität über. Also das, was wir schon gerade angeschnitten haben, wie nehmen wir die Welt mit unseren Sinnen wahr? Das heißt, der Abbild der Welt, wie sie uns erscheint. Und hier müssen wir, wie gesagt, schon stark nachdenken. Was ist die Welt, wie sie uns erscheint? Das ist halt nur subjektiv. Für uns ist der Himmel blau und die Sonnenblume gelb. Für die Biene ist die Sonnenblume lila und der Himmel pink. Schwer zu sagen. Das bedeutet aber umgekehrt auch, die subjektive Realität ist sehr, sehr variabel. Denn verschiedene Lebewesen, wie ich gerade schon erwähnt hatte, haben verschiedene Sinneswahrnehmungen. Und so hat jedes Lebewesen verschiedene Abbilder der Wahrheit zwischen Spezies, die existieren können, die sogenannte interspezifische Differenz. Also jede Spezies nimmt die Welt anders wahr. Beispiel gerade jetzt zwischen Mensch und Biene.
Und dann gibt es noch die intraspezifische Differenz. Das ist nämlich, dass das Gehirn nicht die mit den Sinn unbewusst wahrgenommenen Eindrücke der Realität in die bewusste Wahrnehmung von uns wiedergibt, sondern diese bereits interpretiert und nur diese für uns bewusst fassbar sind. Das bedeutet, wir nehmen bereits ein unterbewusst vorinterpretiertes Abbild der Wahrheit wahr, die aufgrund von Erfahrung von Person zu Person variiert. Habe ich also andere Erfahrung als ihr, was natürlich sehr wahrscheinlich ist, dann kann es sein, dass wir dieselbe Sache wahrnehmen, sei es hören, sehen oder riechen, aber unser Gehirn das schon anders bewertet und uns dann schon die Auswertung gibt. Wir haben nie die Chance, das, was wir wahrnehmen, ohne Vorinterpretation unseres Gehirns zu sehen, denn es ist immer zwischengeschaltet in das Unterbewussten und das Unterbewusstsein macht 95, mittlerweile sagt man sogar 98% aus und greift halt immer dann, wenn irgendwas passiert, vorweg. Bewusstsein ist eher so eine Art Nachhalt des Unterbewusstseins, wo man sagt, okay, du darfst mal mitspielen. Und auch hier an der Stelle würde ich gerne ein Experiment mit euch machen. Und wir brauchen nicht viel dazu, Stift und Papier. Und das Papier, da macht den Strich in der Mitte irgendwo, dass es quasi in zwei Hälften geteilt ist. Aufgabe 1. Ich möchte bitte, dass ihr auf eine der Hälfte des Blattes, welches ist vollkommen egal, mit eurer Haupthand, also der Hand, mit der ihr normalerweise immer schreibt, euren Namen 10-mal bewusst schreibt. Pausiert das bis dahin und dann lasst das Video weiterlaufen, dann geht es nämlich weiter mit dem zweiten Teil. Gut, wenn ihr das jetzt fertig habt, machen wir genau das Gegenteil. Ihr nehmt jetzt eure Nebenhand, also die, mit der ihr normalerweise nicht schreiben würdet, und macht genau dasselbe auf der anderen Hälfte des Papiers. Also 10-mal euren Namen schreiben und ab hier dann bitte wieder pausieren. Gut, jetzt habt ihr also ein Stück Papier, wo links und rechts jeweils 10-mal euer Name steht. Einmal mit der rechten und einmal mit der linken Hand geschrieben, je nachdem, welches eure Haupt- und Nebenhand ist. Und ohne dass ich gesehen habe, was ihr da gerade geschrieben habt, kann ich direkt schon sagen, was man erkennen kann. Man wird erkennen, dass das mit eurer Haupthand erstens schöner geschrieben aussieht, keine Frage, das ist, denke ich, jedem klar. Aber was ihr auch feststellen werdet, dass das mit eurer Nebenhand geschrieben ist. Da ist die Tinte oder der Füller oder was auch immer ihr verwendet habt. Es ist dunkler, weil ihr nämlich mehr Druck aufgewendet habt und auch langsamer beim Schreiben wart. Naja, eigentlich solltet ihr beides bewusst schreiben, aber ich möchte euch mit dem Experiment zeigen, Bewusstsein ist uns selbst quasi nicht einmal bewusst, so ironisch das klingen möge. Nur durch so ein Experiment kann man das überhaupt erstmal erfahren. Denn das, was ihr mit eurer Haupthand geschrieben habt, das habt ihr nicht bewusst geschrieben. Euer Unterbewusstsein, ihr habt das schon so oft erlebt, wie man irgendwas schreibt. Deswegen wurde euer Bewusstsein gar nicht erst zugeschaltet, ihr habt ganz einfach ja geschrieben, wie ihr es gewohnt seid. Bei der Nebenhand war das anders, außer für die, die das öfters mal geübt haben, aber für die anderen war es anders. Da war das Bewusstsein notwendig, denn das Unterbewusstsein kannte die Abläufe nicht. Das Bewusstsein musste jetzt also hingehen und sagen, okay, ich muss den Stift in einer gewissen Form greifen. Jetzt muss ich meine Hand in einer gewissen Form bewegen, um diesen Buchstaben zu formen. Also wirklich bewusst geschrieben habt ihr eigentlich nur mit eurer Nebenhand. Und ihr müsstet eigentlich auch was dabei gemerkt haben. Erstens, mit eurer Haupthand, mit der ihr quasi unterbewusst geschrieben habt, seid ihr viel, viel schneller, weil das Unterbewusstsein halt schneller ist. Es benötigt nicht einen extra Denkprozess von euch. Und ihr müsst auch festgestellt haben, dass euer Unterbewusstsein auch, ich sag mal, viel, viel gründlicher ist. Ihr habt es schon ein paar Mal geübt, ihr musstet nicht nur nachdenken, deswegen musstet ihr auch nicht so sehr aufdrücken. Es war also auch nicht so anstrengend. Wenn ihr die ganze Zeit bewusst mit der anderen Hand schreiben würdet, wärt ihr irgendwann kaputt. Und das ist das, was ich euch mit dem Experiment gerne zeigen möchte, dass das Unterbewusstsein eigentlich fast immer aktiv ist, außer wir machen irgendwas, was uns noch nicht bekannt ist, da benötigen wir das Bewusstsein. Das ist zum Beispiel auch ein anderes Beispiel, wenn ihr euren Weg zur Arbeit zum Beispiel fahrt oder einen Weg, den ihr öfters geht oder fahrt, dann braucht ihr nur ganz wenig vom Bewusstsein, um die aktuelle Verkehrslage zu checken. Das Unterbewusstsein hat schon längst eure Route geplant, weiß, worauf es ungefähr achten muss, da ist eine Ampel, da ist ein Blitzer, da ist eine Kreuzung und so weiter. Das wisst ihr alles, ohne drüber nachzudenken, das funktioniert einfach. Aber seid ihr in der Stadt oder woanders unterwegs, wo ihr euch nicht auskennt, da braucht ihr massiv das Bewusstsein. Ihr müsst auf das Navi schauen oder auf die Karte, wenn ihr oldschool seid. Eure Augen und Ohren müssen offen sein. Ihr müsst euch an die Verkehrsverhältnisse anpassen. Ihr kennt die Gegend nicht. Alles ist neu und das ist alles anstrengend für das Gehirn. Deswegen ist es auch so, wenn wir in ein komplett neues Gebiet kommen, ist es für uns erstmal sehr, sehr anstrengend. Und
was man in dem Experiment nicht sehen konnte, aber gibt schön viele Tests dazu. Das Unterbewusstsein ist doch viel, viel treffsicherer und zuverlässiger. Es gibt so ein schönes Experiment. Da wurden Probanden Karten gezeigt. Das heißt, sie hatten Kartenstapel gehabt, das ist so korrekter formuliert. Und sie mussten halt einfach sich für irgendeinen Stapel entscheiden. Jedes Mal einzeln mussten, glaube ich, 20 Karten waren ziehen. Und es gab halt Stapel, wo gute Karten, wo man gesagt hat, die sollt ihr ziehen, zum Beispiel rote Karten. Und andere Stapel, wo schlechte Karten, zum Beispiel schwarze Karten drin waren. Und sie sollten möglichst viele gute Karten ziehen. Und wer sich bewusst darauf konzentriert hat, der brauchte, glaube ich, 7 bis 10 Züge, ehe er wusste, welchen Stapel was war. Aber unterbewusst, die haben die Leute schon nach 2 bis 5 Versuchen richtig gewählt gehabt. Das heißt, das Unterbewusstsein ist viel zuverlässiger. Und dieser Satz, verlass dich auf dein Bauchgefühl, was nichts anderes als das Unterbewusstsein ist, ist meistens tatsächlich ein guter Rat. So, jetzt habt ihr Unterbewusstsein und Bewusstsein mal kennengelernt. Und wir können hier weitermachen mit unserem Thema. Denn damit kommen wir zu der automatischen Interpretation, die das Unterbewusstsein macht. Das bedeutet, die Welt, wie wir sie wahrnehmen, die ist bereits durch unser Gehirn vorinterpretiert, ohne dass wir es überhaupt merken. Und somit subjektiv mit den eigenen Erfahrungen abgeglichen und entsprechend geformt. Beispiel das Sehen, sehen wir hier zum Beispiel einen ganz kleinen Ausschnitt, den wir nur sehen können. Ihr seht also, ein bisschen zwischen 400 und 450 Nanometer beginnt das sichtbare Licht und hört bei 650 auf. Ja, sagen wir so ein bisschen mehr. Und ja, das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ist halt sehr, sehr subjektiv. Das möchte ich euch ein bisschen näher erklären. An dem Beispiel unten, Lichtwellen mit gewissen Wellenlängen werden vom Auge wahrgenommen. Seht ihr hier ein Spektrum dargestellt. Diese werden an das Gehirn als Signal übertragen und entsprechend ihrer Wellenlänge mit gewissen Farben zugeordnet und mit Erfahrung abgeglichen und unterbewusster interpretiert. Das heißt, eigentlich sehen wir gar keine Farben, sondern technisch gesehen sehen wir Wellen mit verschiedener Wellenlänge, Amplitude, aber unser Gehirn macht daraus Farben. Das, was wir bewusst wahrnehmen, ist bereits die Interpretation, die von den tatsächlichen Reizen allerdings abweichen kann. Das zeige ich euch gleich, wie das geht und wie das passiert. Denn hier ist unser drittes Mitmachexperiment zur automatischen Interpretation. Die Frage ist einfach, welche zwei Farben hat das Kleid? Bitte notiert eure Antwort auf einen Zettel oder halt auch gerne in den Kommentaren und pausiert das Video wieder an der Stelle, ehe ich jetzt quasi zur Lösung springe. Gut, hier kommt die Auflösung. Laut Hersteller soll die Farbe Petrolblau und Braun sein. Also Blau und Braun wäre, sag ich mal, die korrekte Antwort. Einer Umfrage nach werden jedoch folgende Farbkombinationen am ehesten gesehen. Blau-Schwarz wäre mit 47%iger Wahrscheinlichkeit gesehen, Silber-Gold mit 40% und Blau-Braun, was es eigentlich sein sollte, nur mit 13%. Der Grund ist, dass unser Gehirn hat die wahrgenommenen Lichtreize, also die Farben, bereits mit unseren Erfahrungen vorinterpretiert. Und da wir verschiedene Erfahrungen haben, variiert auch die Farbe, die wir sehen. Meine Freundin zum Beispiel, die hat tatsächlich sogar einen Switch gemacht. Beim ersten Mal hat sie, glaube ich, Silbergold gesehen und seitdem ist es für sie blau-schwarz. Und das hängt halt auch von den Belichtungen ab, muss ich sagen. Deswegen hier wird man das Kleid hinter einem anderen Hintergrund hängen. Wäre der Hintergrund anders, nicht so hell zum Beispiel, dann wäre das Ergebnis wahrscheinlich eindeutiger. Es liegt aber daran, unser Gehirninterpreter interpretiert das schon. Und deswegen kann es durchaus sein, dass wir das Kleid ganz anders sehen als jemand anders. Wenn ihr zu zweit das Video schaut, der neben euch kann vielleicht komplett andere Farben gesehen haben. Das ist durchaus möglich. Und da stellt sich natürlich die Frage, welche Realität ist denn wahr? Die, der das Kleid blau-schwarz gesehen hat oder silber-gold? Gut, ihr wisst, es ist blau-braun, weil ich es jetzt verraten habe, aber ansonsten wüsstet ihr es nicht. Man könnte sich tatsächlich darüber streiten, tatsächlich wurde sich auch darüber gestritten. Damit kommen wir zum Thema Illusion. Und das sind halt Sonderformen der subjektiven Realität. Bei ihnen handelt es sich um optische Fehlinterpretationen, die daraus resultieren, dass zur Bewertung der wahrgenommenen Reize das Erfahrungsgedächtnis mit berücksichtigt wird, sodass zum Beispiel verhältnismäßig kleine Objekte als weiter entfernt interpretiert werden, wenn wir die entsprechende Erfahrung gemacht haben. Deswegen funktionieren Illusionen bei Kleinkindern halt auch nicht, denn die können halt nicht auf so einen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Sie sehen die Realität quasi so, wie sie ist, ist für sie aber meist hinderlich. Der Abgleich mit Erfahrung ist grundsätzlich allerdings sinnvoll, da wir so Entfernungen besser einschätzen und ohne bewusst zu denken auf Bewegung reagieren können. Da das Gehirn automatisch berechnet, wo sich jener bewegende Gegenstand befindet und wo er sich wahrscheinlich hinbewegen wird. Daher können wir das absehen. Deswegen sind auch Kinder erstmal, wenn sie zum Beispiel einen Ball werfen, nicht so zielsicher.
Weil das Gehirn noch nicht die Erfahrung gemacht hat, wie Entfernungen zu bewerten sind oder wie Bewegungen zu bewerten sind. Das führt halt aber in gewissen Situationen zu Fehlinterpretationen, welche als optische Illusionen wahrgenommen werden können. Beispiel ist die sogenannte Cafe Wall. Das ist diese rechts abgebildete Figur. Und hier erscheinen die horizontalen Linien schräg, weil die Kästchen nicht senkrecht untereinander, sondern versetzt angeordnet sind. Die Linien sind jedoch alle horizontal und parallel zueinander. Wenn ihr es mir nicht glaubt, legt ein Lineal an. Die sind wirklich parallel. Auch wenn es für uns nicht so aussieht, weil unser Gehirn halt, wie gesagt, durch den Versatz das bereits anders interpretiert. Unsere Augen sehen es richtig und unser Unterbewusstsein kriegt es quasi richtig gesagt, aber unser Bewusstsein, das kriegt schon die bewertete Variante, wir haben keine Chance, dem zu entgehen. Oder ein anderes Beispiel. Starrt man auf das grüne Quadrat, genau genommen den Mittelpunkt, für einige Sekunden und danach auf das weiße Quadrat daneben, wird ein pinkes sichtbar. Das ist eine rein biologische Sache und basiert halt auf der Überreizung des M-Zapfens, das quasi fürs grüne Licht zuständig ist, und wird Nachbild genannt. Der ist dann quasi überreizt und Rot und Blau, die dann so ein bisschen pink machen sozusagen, aktivieren sich dann und wir sehen das pinke Quadrat. Auch das ist eine Form der Illusion. Wir interpretieren auch Größe abhängig von der Umgebung. Der blaue Kreis links zum Beispiel, der erscheint kleiner als jener rechts, weil der linke von dem großen roten Kreis umgeben ist. Sie sind jedoch beide exakt gleich groß. Allerdings, durch das Umfeld ist es für uns schwer zu sehen. Auch schön finde ich das hier. Fokussiert man den zentralen Punkt und bewegt seinen Kopf vor bzw. zurück, hat es den Anschein, als würden sich die kreisförmig angeordneten Rauten bewegen. Das liegt an der Fokussierung durch unsere Augenlinse. Je nachdem, wie wir uns halt bewegen, fokussiert sie anders und das führt dazu, dass, ja, ich sag mal, der Abstand zueinander rein optisch für uns bewertet, sich auf einmal verändert. Das führt dann zu der Bewegung. Das alles sind Beispiele, alles Illusionen, mit denen wir uns aber bei dem Thema Realität befassen müssen, weil Illusion halt eine Abweichung von der Realität ist. Oder ist die Frage, wir können es nicht anders wahrnehmen, ist es dann die Realität? Wie gesagt, spannendes Thema. Das führt uns zur Pareidolie. Begriff, den wenige wahrscheinlich bisher gehört haben, ist halt auch eine Sonderform der subjektiven Realität und man könnte es fast schon als Illusion bezeichnen. Kommt aus den altgriechischen Wörtern para für daneben und eidolon für Erscheinung und bedeutet wortwörtlich übersetzt die Danebenerscheinung, wird aber praktischer zu übersetzen sein mit Trugbild oder Erscheinung. Und Pareidolie ist eine optische Fehlinterpretation, die auf die psychologische Besonderheit unseres Gehirns zurückzuführen ist, dass dies versucht, primär Gesichter und Wesen zu erkennen und damit auch in Objekten und Formationen vermeintlich versucht, Gesichter und Wesen zu erkennen, auch wenn das keine sind. Liegt daran, evolutiv hat es halt gelernt, lieber vorsichtig zu sein und dann doch lieber halt mal irgendwo, ich sage mal, einen Fressfeind zu sehen, eine Gefahr zu sehen, auch wenn da kein ist. Es ist besser quasi einmal kurz wegzulaufen, auch wenn es nur ein Baum ist, als stehen zu bleiben, dann ist es vielleicht doch ein Säbelzahntiger damals gewesen. Ja, ich weiß, die haben nicht gleichzeitig gelebt, aber das ist ein lustiges Beispiel. Hier sind ein paar Beispiele für Pareidolie. Links zum Beispiel Sonne und Wolken bilden hier quasi, ich sag mal, einen Krieger mit zwei Schwertern. Daneben haben wir Holz mit einer typischen Holzmaserung. Das aber, wie Gesichter für uns aussehen könnte, ebenfalls oben rechts, ist ein elektrisches Gerät, aber es sieht halt aus, als hätte es ein Gesicht und wird uns anlachen. Und nun rechts, ein bisschen schwerer vielleicht zu erkennen, ist ein sehr berühmter Felsen, ein Sandsteinfelsen. Und ja, wenn man sich mal direkt auf den konzentriert, dann sieht man quasi eine Eule obendrauf sitzen. Das sind alles Beispiele für Pareidolie. Unser Gehirn versucht es, bekannten Formen zuzuordnen. Damit kommen wir zum Thema Suggestion. Das kommt von dem lateinischen Wort Suggestionis und bedeutet wörtlich Hinzufügung. Allerdings praktischer wäre es besser zu übersetzen als mentale Beeinflussung. Und hierbei wird unterschieden in die Heterosuggestion, das ist die, die von außen kommt als von anderen Personen, und die Autosuggestion, ja, dass man sich quasi selber beeinflusst und täuscht. Als Suggestion kann daher die Wahrnehmung und Interpretation der Realität beeinflussen, indem ein suggeriertes Wunschbild als Abbild der Realität priorisiert wird. Oder anders ausgedrückt, wenn wir uns nur ganz stark eingeprägt haben, wie etwas ist und wie etwas sein sollte, kann es sein, dass wir das am ehesten dann auch sehen werden, weil wir es sehen oder das sind nur sehen, wahrnehmen wollen. Lustiges Beispiel habe ich jetzt mal gewählt: Geld. Technisch gesehen ist Geld eine Suggestion, keine optische, sondern psychologische. Weil
Die Zahlen, die da draufstehen, stellen den Wert für uns dar. Tatsächlich sind Geldscheine aber relativ wertlos, weil es ist nur Papier mit Tinte. Nehmen wir den 200-Euro-Schein, ihr glaubt ja nicht, dass das Papier plus die Tinte und vielleicht noch der Aufdruck des Wasserzeichens und der Sicherheitsdinger 200 Euro wert ist. Nein, wir alle haben uns darauf geeinigt, daran zu glauben, dass die Zahl, die da draufsteht, einen gewissen Wert entspricht und deswegen bewerten wir das so. Aber an sich, rein materiell betrachtet, hat es natürlich nicht diesen Wert. Dazu möchte ich zwei Beispiele zeigen. Und das erste ist, dass zwei Testgruppen jeweils in einem vermeintlichen Spukort übernachten sollten. Mythbusters haben ein ähnliches Experiment gemacht, ich leite das hier noch ein bisschen ab. Und Gruppe A erhält die Information, dass es dort wirklich spukt. Gruppe B hingegen wird nicht erzählt, dass es sich um einen Spukort handelt. Was passiert jetzt also? Gruppe A ist beeinflusst worden, ist suggeriert worden, dass es spuken könnte. Und diese werden daher eher auf Geräusche etc. achten und diese jedenfalls empfindlicher wahrnehmen und eher als Spuk deklarieren, unabhängig davon, ob sie daran glauben. Einfach weil in ihrem Kopf ist, es könnte hier spuken, werden sie versuchen, darauf zu achten. Und sei es nur darum zu sagen, hey Leute, das spukt hier nicht, ich habe das und das und das gehört, das kann ich alles erklären. Gruppe B hingegen wird weniger darauf achten und Geräusche und so sehr schnell und große Überprüfung als Zufall abtun. Und das ist halt schon eine Suggestion. Unterbewusst wurde Gruppe A beeinflusst. Sie werden ihre Aufmerksamkeit nun mehr darauf richten, ob sie es wollen oder nicht, die haben keine Chance. Und auch wenn wir die Realität betrachten und bewerten, müssen wir immer im Kopf haben, wir werden von allen möglichen Dingen beeinflusst. Und ja, das müssen wir quasi im Kopf haben und beachten. Beispiel 2 ist auch eine tolle Sache, wurde vom California Institute of Technology durchgeführt. Testpersonen wurden da in einen Kernspintomographen gesteckt, einfach nur damit es dunkel war und da war quasi dann ein Display und das Display zeigte denen verschiedene Preise, in Dollar natürlich. Gleichzeitig hatten sie einen Schlauch im Mund und haben Wein zugeführt bekommen. Darunter waren auch Weinkenner, richtige Experten. Die Aufgabe war halt gewesen, zu sagen, ob das ein guter Wein, ein schlechter Wein, ein seltener Wein, ein teurer Wein und so weiter ist. Dabei wurden aber verschiedene Preise halt eingeblendet. Die Sarastin, unseren ökonomisch gewachsenen Verstand, wird durch Erziehung, Werbung etc. suggeriert, dass ein hoher Preis eine gute Qualität bedeutet. Und genau das hat das Experiment hier bewiesen. Denn im Experiment wurde immer der gleiche Wein zugeführt. Also es war immer der gleich wertvolle Wein, sage ich mal. Aber der Preis, den die Probanden gesehen haben, war zufällig. Jetzt kam, was kommen musste. Selbst Experten hatten unterbewusst den Wein mit höheren angezeigten Preis durchschnittlich als besser bewertet als Wein mit niedrigem Preis, obwohl es halt immer ein und derselbe Wein war. Und ja, das zeigt, wie sehr wir eigentlich beeinflusst sind, ohne dass wir es wollen. Keiner will sagen, oh gut, teurer Preis, finde ich gut. Aber es ist irgendwie unterbewusst halt in uns drin. Das führt uns zu einer etwas extremeren und direkteren Variante, das Priming. Und hierzu machen wir auch wieder einen kleinen Test. Ich werde jetzt hier euch ein paar Fragen auf die Folie schmeißen. Aufgabe ist, ihr müsst sie möglichst schnell beantworten. Am besten nicht mal niederschreiben, sondern wirklich zack, 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 einfach ausdenken, was man als erstes denkt. Okay, alle bereit? Dann fangen wir an. Welche Farben haben reife Tomaten? Und nennen ein Werkzeug. Wenn ihr wollt, könnt ihr es auch notieren jetzt mit den ersten Blocks mit durch. Okay, weiter geht's. Welche Farben haben die meisten Wände? Welche Farbe hat Schnee? Welche Farbe haben Wolken? Und was trinkt die Kuh? So, jetzt möchte ich euch das Priming am Beispiel erklären. Ich wette, bei 1a hat wohl jeder rot geantwortet. In dem Moment habe ich euch geprimed, geprägt also auf Rot. Und beim Werkzeug werden die meisten Hammer gesagt haben. Warum? Psychologisch ist es so, unser Gehirn arbeitet in Kasten. Und es geht die Kasten immer nach der Sache ab, wie wir es gelernt haben und was quasi am nächsten ist und was als letztes mit erlebt hat. Und das letzte, was im Kopf war, war Rot. Und es sucht jetzt nach Rot. Und Werkzeug sozusagen, wenn ich das mal sagen soll. Und da findet es am ehesten Hammer. Denn Hammer werden normalerweise mit Rot assoziiert. Zweites ähnlich. Welche Farbe haben die meisten Wände? Wird wohl jeder weiß gesagt haben. Damit seid ihr auf weiß geprimed. Um das nochmal zu verstärken, wurde nach Schnee gefragt und nach der Farbe von Wolken.
Jeder hat am Beweis geantwortet. Der, der das Experiment nicht kennt und wirklich schnell geantwortet hat, hat bei Was trinkt die Kuh höchstwahrscheinlich Milch geantwortet. Das liegt daran, unser Gehirn war auf Weiß und danach hat es gesucht nach den Suchbegriffen, in Anführungszeichen, Weiß und Kuh und hat daraus Milch gemacht. Trinken, Kuh und Weiß, Milch. Ist natürlich falsch. Die Kuh trinkt Wasser. Aber weil wir auf Weiß geprägt sind, hat es nach Trinken und Kuh gesucht und das assoziiert es am ehesten mit Milch. Das ist zum Beispiel eine ganz, ganz kleine Form von Priming gewesen, die man mal in einem schnellen Experiment machen kann. So, das habe ich jetzt gerade schon erklärt. Das liegt daran, dass das Unbewusstsein durch die vorigen Fragen so beeinflusst wurde, dass Assoziation zu den vorigen Antworten gesucht hat. Und diese Manipulation des Unbewussten wird halt Priming oder auf Deutsch Prägung genannt. Das Prinzip des Primings besteht darin, dass das Unbewusstsein unsere Gedanken und Entscheidungen beeinflusst, je nach der aktuellen Gefühlslage, die letzten Erlebnisse und Gedanken, das ist das, was wir gerade den schnellen Experiment gemacht haben, nach räumlichen Gegebenheiten, nach Temperatur, Geräusche, alles, was durch unsere Sinne wahrgenommen wird, beeinflusst eigentlich das, was wir quasi hier wahrnehmen, antworten und fühlen. Das geschieht alles natürlich unterbewusst und kann nicht verhindert werden. Das heißt, egal wie sehr wir es auch versuchen, wir treffen niemals objektiv eine Entscheidung, sondern immer schon geprimed durch alles, was um uns herum passiert, was wir gerade erlebt haben und erinnern. Oder anders ausgedrückt, wenn wir eine Entscheidung treffen und wir treffen sie an einem Ort und zu einem späteren Zeitpunkt mit einer anderen Stimmung an einem anderen Ort, kann genau dieselbe Frage zu verschiedenen Entscheidungen führen. Deswegen ist es auch ratsam, wenn man eine schwere Entscheidung treffen sollte oder treffen muss, dann sollte man am besten Nacht drüber schlafen und an einen anderen Ort nochmal drüber grübeln, weil dann umgeht man so ein bisschen den Priming-Effekt, weil man jetzt quasi ja zwei verschiedene Orte und Zeitpunkte und Gefühlslagen hat, die einen beeinflusst haben und man kommt näher an Objektivität. Das bedeutet, die Realität variiert nicht nur durch die Wahrnehmung an sich, sondern auch durch die Priming-Effekte, die unbewusst bei der Bewertung der Realität eintreten. Das heißt, selbst wenn identische Wahrnehmungen subjektiv möglich wäre, also denkbar bei Mehrlingen, die identisch aufgewachsen sind, so das interpretierte Abbild der Realität durch die jüngsten Erinnerungen und Ereignisse durch Priming manipuliert und variiert von Person zu Person, ohne dass wir es dagegen tun können. Damit müssen wir einfach leben und es akzeptieren. Es gibt dazu ein paar Experimente. Ich möchte jetzt doch eine relativ große Aufzählung geben, die ist nicht abschließend, aber nur damit ihr seht, wie krass das ist. Eine Gruppe sollte in einem Test folgende Wortanreihung zu sinnvollen Sätzen gestalten und dann den Professor aushändigen. Ich klicke die mal kurz durch. Also, heute nett Sie angezogen statt einkaufen soll ein Satz werden. Sonne, höflich, Reise, jetzt, warten und Mann. Wissen, Geduld, Baby, schläft, für, verstehen. Techniker, angenehm, fahren, Auto, Zeit. Und Vogel, zuschauen, Park, Gesundheit, andere. Das Problem: Der Professor befand sich in einem angeregten Gespräch und es wurde untersucht, wie lange die Probanden gewartet haben, ehe sie ihn unterbrachen. Die obige Testgruppe, die auf Geduld geprimed war, also die diese Wortanreihe mit diesen blauen Worten quasi hatte, die, ja, sag ich mal, auf Geduld in die Richtung gehen, wartet deutlich länger als die Kontrollgruppe, die andere Sätze hatte, wo nicht entsprechende Worte mit vorhanden waren, die auf Geduld und Warten schließen lassen. Ihr seht hier, höflich, nett, Geduld, Warten, Zeit. Interpretieren wir alles mit Geduld mehr oder weniger auch. Und dadurch hat die Gruppe automatisch länger gewartet. Das haben sie nicht bewusst gemacht, sondern einfach nur, weil sie diese Worte vor sich hatten und daraus einen Satz geformt haben, hat ihr Gehirn und ihr Unbewusstsein die dazu gedrängt, länger zu warten. Zweitens, Leute, die einen Bleistift im Mund halten und einen Comic lesen, finden diesen lustiger. Drittens, einer Testgruppe wurden viele Begriffe, die mit Alter zu tun haben, gesagt. Diese bewegten sich danach langsamer als die Kontrollgruppe, wahrscheinlich weil das Gehirn auf Alter geprägt war und damit langsam assoziiert hat. Viertens, zwei Testgruppen mussten Fragen beantworten. Gruppe A sollte sich zuvor 5 Minuten lang schriftlich darüber Gedanken machen, wie es denn wäre, ein Professor zu sein, und Gruppe B soll sich hingegen Gedanken darüber machen, wie es denn wohl wäre, ein Fußball-Rowdy zu sein. Das Ergebnis war verblüffend. Teilnehmer der Gruppe A, also die Prof-Gruppe, konnte durchschnittlich 23 von 42 Fragen richtig beantworten, hat danach halt einen Test gemacht. Und ja, die Rowdy-Gruppe nur 18 von 42, also im Durchschnitt 5 Fragen weniger. Fünftens,
Studien zeigten auch, dass allein der Gedanke an Sport und die Vorstellung, Sport zu treiben, fit machen kann, weil es den Stoffwechsel anregt. Auch das ist eine tolle Sache für jemanden, sag ich mal, der Sport machen soll, aber vielleicht zu faul ist. Intensiv dran denken ist schon mal ein guter Schritt. Ersetzt natürlich nicht ganz, logisch. Sechstens. Menschen, die sich schämen, bekommen als Bedürfnis zu duschen, zu baden. Wahrscheinlich, weil damit verbunden wird, dass man sich reinwäscht, sozusagen. Siebtens. In einem anderen Experiment wurden Probanden sehr kurz diverse Bilder von Gegenständen gezeigt, die sie anschließend benennen sollten. Darunter war ein Brotlaib, welcher 40% aller Probanden der Kontrollgruppe erkannten. Eine Testgruppe, die hat zuvor eine Küche begutachtet und die erkannten den Brotlaib im Durchschnitt zu 80%, also waren doppelt so effizient wie die Gruppe, die keine Küche vorher hatte, weil im Gehirn das Bild Küche noch war und damit quasi Brotlaib sehr nahe verknüpft war noch. Achtens. Menschen, die auf harten Stühlen sitzen, verhandeln härter und sind weniger kompromissbereit. Oder andersherum, sitzen sie auf bequemen Stühlen oder Sesseln, sind sie freundlicher und entgegenkommender. Einfach weil, ja, unsere Empfindung quasi mit hart vom Stuhl uns da halt bringt, auch selbst hart zu sein. Also bei Verhandlungen kommt da an, was ihr wollt. Wollt ihr versöhnlich sein, macht's bequem. Ansonsten holt die harten Sachen raus. Genauso wie bei Aufnahmen von Getränken. Warme Getränke führen zu mehr Kompromissbereitschaft. Kalte hingegen bewirken Distanzierung und können auch Wut und Zorn entgegenwirken. Das heißt, wenn ihr eine Diskussion führen müsst mit jemandem, der immer hitzig ist und ausrastet, in Anführungszeichen, bietet ihnen einen schönen Eistee an. Wenn er nimmt und trinkt, gute Chancen, dass das Gespräch vielleicht ein bisschen entschärft wird. Damit verlassen wir die subjektive und kommen zur objektiven Realität. Und die objektive Realität bezieht sich auf alles Messbare, was die Realität ausmacht. Das ist also das tatsächliche und nicht das subjektive Abbild der Wahrheit, das nicht auf unsere Wahrnehmung beschränkt ist. Die objektive Realität kennzeichnet somit ein fixes Gesamtbild der Realität, welches aus unserer beschränkten Wahrnehmung heraus wortwörtlich übersinnlich ist, da halt wir es mit unseren Sinnen nicht alles wahrnehmen können, was wir allerdings messen können. Und das führt uns zu einem philosophischen Problem. Ist ein objektives Abbild einer Realität wirklich real, da es für uns rein fiktional bleibt, da es unsere Möglichkeiten der Wahrnehmung übersteigt? Beziehungsweise ist solch ein Abbild überhaupt für uns vorstellbar? Und wenn ja, wie weit kommt diese Vorstellung der tatsächlichen Realität nahe, da wir sie nie vollkommen erleben können? Das sind wichtige Fragen. Weil was bringt uns, sag ich schon, eine objektive, berechnete, theoretische Realität, wenn wir selbst einfach nicht vorstellen können, wie sie aussieht, was haben wir dafür Nutzen? Und das bringt uns zu den Grenzen der Wahrnehmung. Das Bild hatten wir schon mal, aber unsere Wahrnehmung ist auf unsere Sinne beschränkt, die nur einen Teil der Realität abbilden können. Unser wichtigster Sinn ist halt der Sehsinn. Und wir können halt mit dem Auge nur 1,96% aller Strahlung wahrnehmen, der Rest bleibt für uns verborgen. Und mal anders ausdrückt, wir nehmen ein 50. optisch wahr von dem, was es eigentlich wahrnehmbar machbar wäre. Ist also ein sehr, sehr kleiner Teil der objektiven Realität, die wir optisch subjektiv wahrnehmen. Es ist für uns allerdings nicht vorstellbar, wie eine Welt aussehen würde, wenn wir alle Strahlung, die wir technisch messen können, auch sehen könnten oder hören oder wie auch immer wahrnehmen könnten. Wir nehmen also nur einen Bruchteil der Realität wahr und der Rest ist unserer Imagination überlassen und wirft die Frage auf, ob unsere Vorstellung davon richtig ist, da ja Vergleichswert fehlt. Wir können uns halt gewisse Dinge einfach nicht vorstellen. Zum Beispiel bleiben wir optisch bei dem Bild mit der Biene. Wir vermuten, dass es für die Biene so aussieht, weil wir wissen, dass es ungefähr die Wellenlänge ist, die diese Farbe haben müsste. Aber wir können uns nicht 100% sicher sein, denn wir haben niemals die Möglichkeit, es durch die Augen der Biene zu sehen. Selbst wenn wir das Auge perfekt nachbilden könnten, und dann mit einem PC dieses technische Auge rumschicken könnten, quasi durch die Welt fliegen lassen könnten. Egal, was uns der Bildschirm zeigt, wir würden immer nur das sehen, was wir auch so sehen können, weil halt auch wenn die Kamera, das Auge, alles wahrnehmen kann wie die Biene, so können wir es halt immer selber noch nicht. Das bringt uns auch so ein bisschen in die Richtung der philosophischen Epistemologie. Toller Begriff, den kaum einer kennt, beziehungsweise höchstens aus dem Germanistischen, wo aber der Begriff Epistemologie eine andere Bedeutung hat. Denn die philosophische Epistemologie beschreibt die Grenzen und Möglichkeit des menschlichen Ersehens. Das ist so
Es ist eigentlich so wunderschön, wenn auch etwas kompliziert, aber so wunderschön. Das ist quasi der Kern der Philosophie, wenn wir so wollen. Das bedeutet, es gibt Dinge, die wir uns nicht vorstellen können oder die schlichtweg als unmöglich einzustufen sind. Wir werden das Dinge einfach nicht begreifen können. Und das stellt die Frage auf, ist die Realität auf unsere Vorstellungskraft beschränkt oder ist auch das Unvorstellbare, also rein theoretische, als Realität auszulegen? Mal als Beispiel. Es gibt keine blauen Rosen als epistemologische Aussage. Das ist eine Tatsache, die, denke ich, mittlerweile anerkannt ist, die jedoch epistemologisch gesehen vollkommen unmöglich ist. Da diese Aussage ja nur dann zutreffen könnte, wenn wir jede Rose auf das Merkmal blau hin überprüft hätten. Aber es kommen ständig neue Rosen und es vergehen auch ständig Rosen. Deswegen, wir werden nicht prüfen können, ob diese Aussage wahr ist. Wir wissen es, statistisch. Man hätte schon längst mal eine blaue Rose irgendwo in der Natur finden müssen, wenn es welche gäbe. Hat man aber bisher nicht, deswegen können wir das so sagen, aber epistemologisch gesehen, philosophisch epistemologisch gesehen, ist diese Aussage halt fehlerhaft, weil sie unterstellt, wir hätten jede Rose schon mal gesehen. Wo es jetzt auch vielleicht ein bisschen deutlicher wird, weil jetzt durchaus sagen wird, ja gut, blaue Rosen, das ist jetzt nun aber schon ein abwegiges Beispiel. Weiß nur, um die Definition zu klären, ja, aber Dimensionstheorie, das ist eine ganz spannende Sache. Und zwar, unsere Wahrnehmung ist auf vier Dimensionen beschränkt. Ich denke, damit sind wir uns alle einig. Manche sagen drei. Länge, quasi eine Linie. Breite, das ist halt Länge und Breite dazu. Ist eine Fläche. Nehmen wir noch die Tiefe dazu, haben wir drei Dimensionen. Das ist dann das Volumen. Und Zeit. Zeit ist eine vierte Dimension, eine nicht räumliche Dimension, die aber tatsächlich existiert. Und die Frage ist, ob man Zeit überhaupt als wahrnehmbar betrachten kann, weil wir nehmen es ja nicht wirklich wahr. Diverse Modelle und Berechnungen, am bekanntesten ist wahrscheinlich dabei die Stringtheorie, zeigen jedoch, dass es mindestens 10 Dimensionen geben müsste. Beziehungsweise es gibt halt Stringtheorien, die von Zehntausenden und mehr sprechen. Das bedeutet aber, alles, was über die drei uns wahrnehmbaren Raumdimensionen, also ohne die vierte, die Zeit, hinausgeht, ist für uns einfach nicht greifbar. Hier zum Beispiel dargestellt als vierte Dimension der Tesserakt. Ihr müsst euch bei einer Raumdimension Folgendes vorstellen. Immer wenn ihr, ausgehend jetzt mal von der ersten Dimension, an allen Endpunkten eine gleich große Erweiterung macht, erweiterte Dimension, also die Linie hat zwei Endpunkte, erweitern wir die nach hinten, also na, oder nach oben hier in dem Fall, und verbinden das, haben wir die Fläche. Die hat vier Eckpunkte. Ziehen wir die ganz nach hinten, haben wir acht Eckpunkte, das bildet einen Würfel. Das hier dargestellt ist der Tesserakt, ein Würfel, der durch Marvel sehr bekannt geworden ist. Und das ist halt, wie man auch in dem Bild vielleicht sieht, dass der Versuch einer optischen Darstellung, das geht halt über unsere Vorstellung heraus, weil wir können uns nicht mehr als drei Dimensionen vorstellen. Aber wenn wir den acht Würfelkanten jeweils erweitern, also nach oben hin und zu allen Seiten des Würfels eine Erweiterung machen, wir also quasi einen Würfel in einen Würfel haben, der von Trapezen oder von Pyramidenstümpfen genauer genommen umgeben ist, dann haben wir einen Tesserakt, der eine Dimension weiter ist. Und das geht also über unsere Vorstellung hinaus. Das bringt uns zum Thema endloses Universum als drittes Beispiel. Es ist allgemein anerkannt, dass das Universum sich expansiv bzw. das heißt inflatorisch ausbreitet. Ich lasse hier mal die multiversen Theorien weg. Die sind zwar sehr spannend und gewinnen immer mehr an Bedeutung und sind wahrscheinlich richtiger als das normale Uni oder die normalen Universentheorien. Allerdings ist das noch sehr strittig, weil das Problem ist, sie sind berechenbar und die Berechnung löst das Problem, dass die dunkle Energie winzig klein ist, obwohl sie riesengroß sein sollte. Aber es ist halt nicht so, dass wir in der Lage wären, es zu messen. Es ist quasi nicht im Bereich der Realität. Deswegen lasse ich das hier mal weg, obwohl ich diese These auch persönlich befürworte. Aber nur damit wir hier mal im Bild bleiben, was wir kennen. Auf jeden Fall breitet sich das unser einziges Universum endlos aus und wird dabei immer schneller und wird sich, oder es gibt halt Bereiche, die sich schneller als das Licht ausbreiten. Je weiter weg etwas von uns ist, desto schneller entfernt es sich von uns. Und halt irgendwann ist der Punkt, wo das Licht, das die Sachen abstrahlen, uns nicht mehr reicht. Das Universum ist technisch gesehen endlich. Aber da sich das End halt schneller entfernt als das Licht von diesen, weil das ja auf 300 Kilometer pro Sekunde beschränkt, 300.000 Kilometer, Entschuldigung, 300.000 Kilometer pro Sekunde beschränkt,
Aber wenn eine gewisse Entfernung von uns aus erreicht ist, wo sich Dinge mehr als 300.000 Kilometer pro Sekunde entfernen, wird uns das Licht halt nie erreichen, werden es deswegen nie sehen können. Das heißt, das Universum ist aus unserer Sicht unendlich, weil es halt einen Bereich geben muss, den wir niemals sehen werden. Unendlich ist aber für uns nicht vorstellbar. Das ist genauso wie wenn ich sagen würde, bitte zählt mal bis unendlich und schreibt danach einen Kommentar rein, was unendlich ist. Ihr würdet nie schreiben, weil wir können es uns nicht vorstellen, wir können auch nicht bis unendlich zählen, weil unser Leben halt endlich ist. Das können wir uns einfach nicht vorstellen. Das klappt halt optisch für unseren Kopf nicht. Damit kommen wir zum vierten Beispiel, das sichtbare Universum und die relative Realität. Das ist eine eigene These, die ich aus aktuellen Modellen, die auch berechnet und bewiesen sind, abgeleitet habe und quasi mehrere logische Schlussfolgerungen, die ich ein bisschen dann erweitert habe. Ist relativ spannend, deswegen möchte ich das hier bei dem Thema Realität sehr gerne vorstellen. Wir haben ja gerade gelernt, dass das Universum sich exponentiell ausbreitet, also immer schneller wird und umso weiter es weg ist und desto schneller entfernt sich. Das wird durch den Hubble-Parameter, der hieß früher mal Hubble-Konstanta, H0 beschrieben. Der Hubble-Parameter wurde durch aufwendige Messungen bestimmt und ergab, dass sich kosmische Objekte umso schneller entfernen, desto weiter sie weg sind. Hatten wir gerade? Jetzt kommt ein bisschen Mathematik. Nach aktuellen Messungen beträgt der Hubble-Parameter zwischen 68 km pro Sekunde mal Megaparsec bis 74 km Sekunde mal Megaparsec. Megaparsec, das ist quasi eine kosmische Entfernungseinheit, sowas wie Lichtjahre, halt nur in einer anderen Größenklasse. Das heißt, die Geschwindigkeit pro Entfernung Megaparsec, wobei ein Megaparsec 3,0857 mal 10 hoch 22 Meter, also riesengroß ist. Und Parsec steht für Parallaxsekunde. Das sagen wir by the way. Das Licht c, die Lichtgeschwindigkeit, die breitet sich rund mit 300.000 Meter pro Sekunde oder 300.000 Kilometer pro Sekunde, aber man muss immer mit gleichen Einheiten rechnen, damit sie sich wegkürzen, also Meter pro Sekunde. Damit errechnet sich der Radius, welcher mit der Strecke S angegeben werden muss, des uns sichtbaren Universums mit R, der Radius ist die Lichtgeschwindigkeit durch die Hubble-Konstante bzw. Hubble-Parameter. Wobei ich hier H0 mit dem Durchschnittswert von 71 Kilometern pro Sekunde mal Megaparsec verwenden werde. Wie gesagt, der variiert, der ist nicht ganz sicher. Das heißt, wir müssen rechnen. Der Radius ist 300.000 Kilometer pro Sekunde durch 71 Kilometer pro Sekunde mal Megaparsec. Das heißt, 4.225,35 Megaparsec, das entspricht, wenn man es halt mal umrechnet, 12,992 mal 10 hoch 22 Kilometern. Das kann sich kein Mensch vorstellen, deswegen rechnen wir das mal in Lichtjahre um. Wobei ein Lichtjahr 300.000 Kilometer pro Sekunde mal 3.600 Sekunden für Umrechnung Stunde, mal 24 Stunden, mal Umrechnung für Tag, mal 365 Tage, um auf ein Jahr zu kommen, umrechnen muss. Und das sind 9,4608 mal 10 hoch 12 Kilometer pro Jahr. So, der Radius sind also 12,992 mal 10 hoch 22 Kilometer durch 9,4608 mal 10 hoch 12 Kilometer pro Jahr. Quasi Radius durch diese Geschwindigkeit. Und damit kommen wir da auf der Rand des unsichtbaren Universums 13,65 mal 10 hoch 9 Lichtjahre entfernt, das 10 hoch 9. Das heißt also, ja, eine 10 quasi mit, oder an dieser. Diese 13,65 muss man noch 9 Nullen dranhängen. Das heißt, 3 Nullen sind wir bei 1000, 6 Nullen sind wir bei Millionen, 9 Nullen sind wir bei Milliarden. Also 13,65 mal 10 hoch 9 Lichtjahre ist ziemlich weit. Da die Ausdehnung außerhalb unserer Galaxie, der Milchstraße und unserer Nachbargalaxie, der Andromeda, stärker als die Gravitation wirkt, entfernen sich folglich alle kosmischen Objekte außerhalb dieser beiden Galaxien immer schneller mit zunehmender Geschwindigkeit. Wenn die Milchstraße und Andromeda eines Tages kollidieren werden und dabei die neue Galaxie der Milchstromeda bilden werden. Na, habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist leider alles bisher das, was es schon gibt. Ich leite es nur noch kurz her, damit man versteht, wie ich drauf komme. Das Licht der vielen Sterne, das wir aber noch beobachten können, stammt nur zu einem kleinen Teil aus diesen beiden Galaxien und aus der Vergangenheit. Da die großen Entfernungen vom Rand des aktuell beobachteten Universums, zum Beispiel sind es ja, wie wir schon 13,65 Milliarden Lichtjahre, also bräuchte das Licht von dort 13,65 Milliarden Jahre bis zu uns vom Licht erst überwunden werden müssen. Das hat zur Folge, dass wir das Licht von Sternen sehen, das sie bereits vor so vielen Millionen und Milliarden Jahren, je nach Entfernung halt, abgestrahlt haben
und nun jedoch in dieser Zeit längst außer Sicht gerückt sind, sodass kein aktuelles Licht von diesen uns erreichen kann. Es wird dann noch einige Milliarden Jahre dauern, doch irgendwann werden alle Sterne außerhalb der beiden Galaxien aus der Sicht gerückt sein und auch das übrige Licht aus der Vergangenheit wird uns erreicht haben, sodass in ferner Zukunft nur noch die beiden Galaxien beobachtbar sein werden. Und das kommt jetzt zu der Herleitung meiner Sache, denn das führt ja zu einer eindeutigen Aussage, die allerdings eine Frage aufwirft, was Realität ist. Denn wenn die Sterne außerhalb der Milchstrome da in einigen Milliarden Jahren außer Sicht gerückt sind und jedes Licht außerhalb dieser Galaxie uns nicht mehr erreicht, weil sich der Raum halt schneller ausdehnt, als das Licht sich auf uns zubewegt, dann führt ab diesem Zeitpunkt eine momentane Betrachtung zur Ansicht eines statischen Universums. Das heißt, wenn wir später schauen, ist es statisch. Oder anders formuliert, würde eine Zivilisation erst in einigen Milliarden Jahren auftauchen, wo die Sterne außerhalb der Milchstrome da außer Sicht gerückt sind, würde sich dieser einer immer gleicher Himmel bieten, welcher nur aus der Milchstrome da bestünde. Und für diese Zivilisation wäre das Universum statisch und nicht wie für uns expansiv. Denn sie hätten ja gar keine Möglichkeit, diese Expansion jemals zu beobachten. Sie würden immer nur die Milchstrome da sehen, die mehr oder weniger unverändert ist und sich nur in gewissen Radien immer wieder in ähnlichen Zyklen bewegt. Also nochmal zusammengefasst, für eine zukünftige Zivilisation wäre die Realität ein statisches Universum, denn dieses wäre das Einzige, was sie beobachten und wahrnehmen können. Aus unserer Sicht jedoch nicht, da es nur eine Wahrheit ist, die nicht so erscheint. Allerdings nur, weil wir halt das Glück, sage ich mal, hatten, ein bisschen eher da gewesen zu sein und wir die Gelegenheit hatten, noch Sterne außerhalb der Milchstrome da beobachten zu können. Wir würden zwar zum selben Zeitpunkt sagen, wir können jetzt nichts mehr sehen, aber Leute, passt auf, bevor es euch gab, was ihr noch gar nicht mal gedacht war, da haben wir noch nicht gesehen, das seht ihr jetzt halt nicht mehr. Dadurch drängt sich natürlich die Frage auf, was würden wir in der Position dieser neuen Zivilisation denken, wenn da irgendeine Spezies zu uns käme. Jo, passt mal auf, das Universum, so wie ihr seht, ist totaler Quatsch, ne? Das ist expansiv. Und wir sagen, ey, Moment, nee, das ist doch statisch. Also hier diese Andromeda und so, das ist doch alles für uns gleich. Die Milchstrome da ist doch für uns immer identisch, die rotiert nur. Und die kommen, nee, lass mal stecken. Also wer hätte vor ein paar Milliarden Jahren da gewesen, ne? Und hätte gesehen, was wir gesehen haben. Damals haben sich dann die Sterne entfernt und da kam Licht. Das Universum, das ist viel, viel größer, als ihr überhaupt denkt. Nicht nur euer kleinen Anführungszeichen, ne? Milchstrome da hier. Dann würden wir höchstwahrscheinlich sagen, hört mal Leute, ihr könnt uns einiges erzählen, das könnt ihr doch gar nicht beweisen. Gut, sie können da vielleicht alte Karten, sage ich mal, vorlegen oder so. Das wäre dann vielleicht relativ, aber man könnte es nicht aktuell beweisen. Und das führt uns halt zu einer sehr philosophischen Frage. Ist die Realität veränderlich? Bestimmt sie sich durch unsere Ansicht der Dinge und ist sie damit nicht vollkommen kausal? Oder ist Realität tatsächlich relativ und es können mehrere Realitäten existieren, nicht nur subjektiv, sondern hier auch rein objektiv? Wie ich schon sagte, wären wir später aufgetaucht und wären diese zukünftige Zivilisation. Wird man höchstwahrscheinlich nicht dran glauben. An das expansive Universum, da wir es nie nachweisen können. Ja, wie ich schon sagte, da ist die Frage, wären wir später aufgetaucht und wären diese zukünftige Zivilisation, würden wir höchstwahrscheinlich ja dann nicht an ein expansives Universum wahrscheinlich glauben, oder? Denn wir würden es ja nie nachweisen können und das wirft uns dann zu der Frage, ist unser Stand der objektiven Realität korrekt? Denn wenn man diesen Gedanken weiterführt, dann besteht ja die Möglichkeit, dass unsere Vorstellung der objektiven Realität, also des expansiven Universums, bereits lückenhaft ist. Hätte sich unsere Zivilisation eher gebildet, hätten wir definitiv mehr von Universum sehen und messen können als heute. Vielleicht sind wir schon an einem ähnlichen Punkt wie diese zukünftige Zivilisation und nehmen nur noch einen Rest wahr, weil ein anderer Teil bereits aus dem messbaren Bereich verschwunden ist. Ob hierbei Erkenntnisse verloren gegangen sind, welche unsere Sicht der Realität maßgeblich beeinflusst hätten, ist natürlich rein spekulativ, da nicht ermittelbar. Also vielleicht sind wir schon an diesem Punkt der Zukunftszivilisation noch an einer anderen Stelle angekommen. Es bleibt also die Frage, was wir als Realität ansehen und wie fix unsere Ansicht der Realität und deren Grenzen sein sollte. Und ob theoretische Modelle, die sich zwar der Messung entziehen, jedoch kausale Antworten auf Fragen liefern und wissenschaftliche Betrachtungsprobleme lösen, mit in die Betrachtung der Realität einfließen sollten. Abschließend möchte ich euch noch ein paar Realitätsmodelle, wie schon am Anfang angekündigt, darstellen und vergleichen.
Denn wie wir bereits gelernt haben, ist Realität von der subjektiven Wahrnehmung, aber auch von objektiven Einschränkungen und epistemologischen Konflikten stark abhängig. Das führt halt dazu, dass die Menschen seit jeher verschiedene Modelle der Realität entwickelt haben, um den Ursprung allen Seins zu erklären. Das Älteste ist höchstwahrscheinlich die religiöse Schöpfung und es gibt halt verschiedene, ich sage mal, Detailänderungen, aber grundlegend kann man sagen, in jeder Religion gibt es eine Schöpfungsgeschichte durch irgendeine höhere Macht. Bleiben wir beim Christentum und nennen wir sie Gott. In der Regel gab es zuerst eine Leere bzw. eine Unordnung. Oder auch Nihil, das Nichts, Chaos, Ginnungagap, Tohu Wabohu bei Indianern. Es gibt verschiedenste Begriffe dafür. Das Einzige, was es ansonsten gab, war in der Regel ein Gott oder Schöpfer, dessen Herkunft ungeklärt ist. Es wird vorausgesetzt, der ist halt einfach da und verfügt über eine große Macht und kann quasi aus dem Nichts alles erschaffen und hat daher das Universum geformt. Das expansive Universum hingegen ist das aktuell geltende Wissenschaftsmodell der Entstehung vom Universum. Und bevor es Raum, Zeit und die Urkräfte gab, gab es nach dieser Betrachtung nur ein einziges stark verdichtetes Korn, in dem alle Materie und alle Kräfte vereint waren, die sogenannten Urkräfte. Und das alles bildete die Singularität. Warum das so ist, die Ursache ist noch unbekannt, doch irgendwann kam es zum Urknall, das der Anfang allen Seins mehr oder weniger war. Und dieser hat die ganze Materie, die in diesen Körnchen war, als aneinander getrieben. Und dabei entstanden Raum, Zeit und die Urkräfte, die sich aus der einen Macht abgeleitet haben. Und es wurden quasi dann die vier großen Naturkräfte daraus. Also Schwerkraft, Schwach- und starke elektrostatische Kraft und so weiter. Die Simulationsthese zum Beispiel, die ist, ich sag mal, sehr Sci-Fi. Wenn man sie aber mal im Detail betrachtet, ist sie gar nicht mal so abwegig. Die geht davon aus, dass das gesamte Universum nur eine Simulation in Form einer Programmierung ist. Das wird natürlich bedeuten, dass wir alle NPCs sind, welche das Universum aus dieser Sicht erleben. Ist natürlich kaum vorstellbar, weil es ein wortwörtlicher Paradigmenwechsel. Wir sind auf einmal nicht mehr diejenigen, die die Herrschaft haben und alles erkennen, sondern einfach nur Leute, die irgendeinem Programm folgen. Eine ziemlich krasse und, ja, ich sag mal, philosophisch sehr unangenehme These. Folgt man allerdings dieser, dann gab es erstmal nichts, eher ein Programmierer außerhalb des Universums, die es programmiert hat, also der sich unserem System sozusagen entzieht. Die These, wie gesagt, ist ein Paradigmenwechsel, erfordert daher ein sehr starkes, komplettes Umdenken, das ethische Probleme aufwirft und sehr kontrovers diskutiert wird. Es gibt Pro und Contra. Das Interessante daran ist, Falsifizierungsversuche als Versuche, diese These zu widerlegen, denn es gibt immer eine These und die wird überprüft bzw. Geprüft, ob man sie verwerfen kann, zu verifizieren oder zu falsifizieren. Und der Falsifizierungsversuch ist halt der Versuch, sie zu widerlegen. Und dabei, beim Versuch, diese zu widerlegen, kamen leider einige Indizien zum Vorschein, dass diese These durchaus zutreffen könnte. Ich möchte hier nur ein Beispiel rausgreifen, was meines Erachtens ja auch mit normalen Kenntnissen greifbar ist. 2012 hat Sirias Erbin, natürlich samt Team, die These getestet und er ging von der physikalischen Grundannahme aus, dass der Raum gleichmäßig ist und sich unendlich ausdehnt, weil das ist so, wie wir die Physik kennen. Logische Herleitung, das wird dann natürlich eine gewisse Rechenleistung erfordern. Wir stellen uns das quasi in einem Computerspiel vor. Dies ist jedoch natürlich endlich. Klar, jeder Rechner hat nur eine gewisse Rechenleistung. Und das hätte zur Folge, dass der Raum in eine endliche Zahl an Rasterpunkten eingeteilt werden müsste, weil es keine unendlichen Punkte sein können. Das bedeutet, ein echtes Universum wird aus allen Richtungen kontinuierlich kosmische Strahlung liefern. Das hat man überprüft, man hat Messungen vorgenommen der kosmischen Strahlung und hat festgestellt, es gibt anisotropische Bereiche. Das bedeutet, Bereiche, in denen die Strahlung nicht kontinuierlich ist, sondern variiert und die Strahlungsrichtungen nicht identisch sind. Das heißt, im Bereich der kosmischen Strahlung hat das Universum nicht die Kontinuität, die es normalerweise nach geltenden Modellen haben müsste. Allerdings nach der vorliegenden These hier müsste es quasi so einen unkontinuierlichen, anisotropischen Bereich geben. Und das heißt, diese These war bei einem Versuch, die zu widerlegen, eigentlich ja, verifiziert worden in dem Punkt. Und ist halt ein Indiz, dass die Simulationsthese vielleicht doch die Realität ist, was natürlich zum Umdenken erfordert. Allerdings ist sie natürlich noch nicht komplett bewiesen. Und die Frage ist, ob das überhaupt geht.
vergleichen jetzt aber mal diese drei grundlegend an sich verschiedenen Thesen. Stellen wir fest, die sind gar nicht so verschieden. Der Grundzustand bei allen ist, dass es eine Leere gab oder irgendwas, was quasi noch nicht existierte. Ich habe hier zwar die Singularität aufgeführt, da sie aber außerhalb von Raum und Zeit existierte, ist sie mit einer Leere durchaus vergleichbar. Der Ursprung bei der Religion nennen wir es Gott, bei einem expansiven Universum ist das, was da war, die Singularität. Bei einer Simulation muss es halt ein Programmierer gewesen sein, außerhalb unseres Systems. Und die Entwicklungsbasis, bei der Religion hat der Gott eine große Macht und schafft alles aus dem Nichts. Beim expansiven Universum kommt aus irgendeinem Grund zum Urknall und die Singularität zerspringt in Raum, Zeit, Materie und Urkräfte. Und bei einer Simulation, ja, dann entwirft der Programmierer halt diese Simulation und programmiert halt den Code. Wenn man diese drei Modelle aber vergleicht, fällt auf, dass sie halt im Prinzip identisch sind. Denn es wird immer irgendeine Art von Entität vorausgesetzt. Es gibt immer irgendwas, das da ist und aus diesem irgendetwas, sei es Gott, Singularität oder Programmierer, entsteht auf einmal all das, was wir kennen, das, was wir als Universum bezeichnen. Und das führt zu dem Problem, woher kam die Entität? Das ist eine Frage, die wird nie beantwortet werden. Beziehungsweise, wenn diese beantwortet wird, dann schließt sich die Frage an, woher wiederum die Macht herkam, welche die Entität geschaffen hat. Und das zeigt jetzt eigentlich auf, egal welches der Modelle wir zugrunde legen. Die Realität ist schon massiv relativ aus subjektiver Sicht, weil wir alle durch unterbewusste Einflüsse die Realität anders wahrnehmen, durch Erfahrung, durch Einflüsse wie Temperatur, Gefühle und so, das sogenannte Priming, durch Fehldeutungen, die auf den Erfahrungen basieren, dadurch, dass unser Gehirn uns nur eine bereits vorinterpretierte Variante, ein Abbild der Realität zeigt. Und dass halt diese Sachen dann auch objektiv betrachtet nur ein Teil sind von dem, was wir wahrnehmen, ist das, was es tatsächlich gibt. Und auch sehen wir, dass selbst im größten Maßstab beim Universum die Realität sehr zweifelhaft ist und wir nur aktuell aus einer Momentbetrachtung heraus agieren, die, wenn wir wie gesagt zum Beispiel später auftauchen, uns ein komplett anderes Universum liefern würde. Heute sagen wir das expansivste Universum. In, was weiß ich, 40 Milliarden Jahren wären wir da aufgetaucht, hätten gesagt, nö. Das ist ein statisches Universum und wir hätten niemals die Möglichkeit gehabt, rückwirkend zu erkennen, dass wir falsch lagen. Und das ist natürlich jetzt in dem Punkt auch eine tolle Frage. Ist es jetzt real zu sagen, es ist expansiv, weil wir das wissen und wird es dann später statisch? Obwohl wir wissen, es wird sich weiter ausbreiten, aber wir werden es niemals mehr nachvollziehen können. Das sind so Dinge, das sind, ja, das ist wissenschaftliche Philosophie quasi. Und ja, mit diesen Gedanken, mit diesem Punkt zur Realität und dem sehr komplexen Thema, wie ihr gesehen habt, dieses einfache Begriff, mit dem wir eigentlich jeden Tag, jedes Mal konfrontiert werden, müssen wir uns tatsächlich die Frage stellen, das, was wir wissen, wahrnehmen und so weiter, können wir das eigentlich alles als Realität bezeichnen? Und ja, mit diesen Gedanken entlasse ich euch hoffentlich mit einem Daumen nach oben und einem netten Kommentar gerne zu den Themen, wenn es euch interessiert hat. Ich merke schon, es ist deutlich länger geworden, als ich erwartet habe. Wie gesagt, schon von Anfang, bitte verzeiht. Aber ihr versteht hoffentlich dieses Thema in zwei Vorlesungen zu pressen, konnte ich einfach nicht übers Herz bringen. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir sagt, dass ihr Spaß dran hattet und wenn wir uns zu einem anderen Video wiedersehen. Und bis dahin sage ich, macht's nicht gut, macht's besser und auch einen schönen Tag. Tschüss!